Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns den grandiosen Büchermonat August 2024 an. Ja, es war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Monat. Nicht unbedingt, was die Anzahl der Bücher angeht, aber was die Highlights angeht, was die Sternevergabe angeht, war das jetzt wirklich bisher der beste Monat in diesem Jahr. Ja, ich teile den Büchermonat wieder in zwei Teile auf. Das heißt, heute seht ihr den ersten Teil mit einigen Büchern und dann nächste Woche den zweiten Teil. Ich packe euch alle Bücher mit Zeitstempel unten in die Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Und wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann dürft ihr natürlich auch super gerne abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich habe in diesem Monat 13 Bücher gelesen, also definitiv weniger als bei mir eingezogen ist. Die Neuzugänge habt ihr ja auch schon sehen können. Es sind ja 20 neue Bücher bei mir eingezogen. Das war gefühlt lesetechnisch kaum zu toppen. Vor allem, weil ich im August ja auch nur in Anführungszeichen noch eine Woche Urlaub hatte und dann ja auch schon ein bisschen der Arbeitsalltag wieder losgegangen ist. Ich habe 11 haptische Bücher gelesen, kein E-Book und 2 Hörbücher. Also ich muss echt sagen, über die vielen haptischen Bücher habe ich mich irgendwie so gefreut, aber auch gewundert. Aber schön ist natürlich, dass man mal so aus dem haptischen Regal sozusagen auch mal ein bisschen an Büchern was weggelesen hat. Das ist ja tatsächlich immer gar nicht schlecht, dass sie dann entweder ins Highlight-Regal wandern oder eben gegebenenfalls, ja, was soll ich sagen, einfach wegwandern. Wobei man muss auch sagen, ich glaube, 2 Highlights waren ja auch Rereads. Ja, das ist ja, nochmal was ganz anderes. Ja, 13 Bücher entspricht knapp 4800 Seiten. Das heißt, ich komme auf einen Durchschnitt von 160 Seiten am Tag und das könnte tatsächlich schon so hinkommen, dass ich wahrscheinlich in der Urlaubswoche noch ein bisschen mehr gelesen hatte und dann dafür ein bisschen wahrscheinlich so unter den 150 am Tag danach war. Ich war ja auch mal 2 Tage in Berlin, wo ich nur ein bisschen was gehört habe, frühs und abends, also gar nicht so gelesen habe, also kommt das für mich hin. Gehört habe ich knapp 28 Stunden und das finde ich vom Gefühl her fast ein bisschen wenig, weil ich eigentlich schon das Gefühl habe, dass ich eigentlich mehr höre. Aber ich habe ja auch nur 2 Hörbücher gehört. Dementsprechend ja, war es diesen Monat einfach ein bisschen weniger am Hörbuch hören. Ich habe tatsächlich ein bisschen Podcast aufgeholt und ein bisschen Musik gehört. Und ich glaube, ja, sternetechnisch muss man echt sagen, war dieser Monat bombastisch. Ich habe 7 Highlights gelesen, 5 4-Sterne-Bücher und ein 3-Sterne-Buch und komme insgesamt auf 4,46, also knapp 4,5 Sterne. Und das sagt echt schon ganz viel aus. Also wirklich großartig, wie dieser Monat gelaufen ist und mich auch wirklich so in diesem Gefühl mit in den September dann auch getragen hat. Und ja, ich finde ich richtig gut. Ich habe Mangas in diesem Monat für mich wiederentdeckt. Ich habe eine Reihe begonnen zu rereaden, die eigentlich gar nicht geplant war. Und ja, also was soll ich sagen? 2 Highlights habt ihr ja auch diesen Monat schon gesehen. Zum einen ja den Lesevlog, da habe ich ja auch schon geschwärmt und auch den Hörgenuss. Und ja, also doch eine ganze Menge zusammengekommen. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt ja über 3 Minuten so ein bisschen vorgeplänkelt. Wir starten jetzt mit den Büchern. Alle Infos in der Infobox und wie gesagt auch die Zeitstempel, wenn euch irgendein Buch vielleicht nicht so interessiert, dass ihr da entspannt ja einfach weiter swippen könnt und dann euch einfach das nächste Buch anschauen könnt, was ich da so ein bisschen dazu zu sagen habe. Das Fernweh hat mich gerufen und ich habe eine Insel für uns von Adrian und Nina Hoffmann gelesen. Ja, das ist der 3. Band der Sehnsuchtsorte-Reihe und ich habe jetzt, glaube ich, noch 1 oder 2 Bücher auf dem Sub und dann endet ja diese Serie, diese Reihe, was ich echt schade finde. Aber gut, ich habe dann so ziemlich alle gelesen. Ich glaube, es gab noch so 2, 3, die mich nicht interessiert hatten und dementsprechend, ja, bin ich ganz froh, dass ich, ja, mal wieder ein Werk davon lesen durfte. Ja, die beiden Autoren beschreiben ihren Weg, dass sie mit Ende 20 im Grunde schon im Hamsterrad gefangen waren. Sie haben sich so festgefahren in ihrem Leben. Sie finden auch ihr Durchschnittsleben nicht sehr lebenswert. Sie finden es langweilig, sind auch so ein bisschen voneinander gelangweilt und auch unglücklich und merken dann aber doch, dass sie eigentlich gemeinsam ein Abenteuer suchen und möchten da gerne eine zusammen sein. Sie möchten Romantik, sie möchten etwas Neues, sie möchten am Meer sein, am Strand sein, sie möchten eine Insel und so finden sie ein Haus auf einer Südseeinsel und ja, sie kündigen ihre Jobs und machen sich dann eben auf dem etwas komplizierteren Weg. Wir erfahren ja auch, wie der Kauf so vonstatten ging des Hauses, wie der Transport war, wie man auch in Deutschland einfach mit dem Leben abschließt, um woanders zu beginnen und ja, sie leben dann eben dort ihren Traum vom einfachen Leben. Sie
essen am Abend den Fisch, den sie gefangen haben, am Lagerfeuer. Sie ernten Bananen, sie genießen den Sandstrand, die Ruhe und das Miteinander. Und ja, die Welt scheint anfänglich perfekt, doch ja, dann ziehen doch so ein paar Schatten im Paradies auf, wie es ja wahrscheinlich auf der Welt einfach überall ist, dass irgendwie kein schöner Ort mehr sicher ist vor irgendwelchen dunkleren Bedrohungen. Und das ist jetzt wahrscheinlich viel zu dramatisch, aber ja, für die beiden hat sich das definitiv so angefühlt. Ja, ich muss sagen, der Schreibstil fühlt sich für mich sehr authentisch an, sehr echt an. Es liest sich wie gesprochen. Man hat den Eindruck, dass man mit beiden irgendwie bei einem Kaffee sitzt, dass einem etwas erzählt wird. Ich mochte hier, wie uns der Erfahrungsbericht gut rübergebracht wurde. Ich fand das Abenteuer, ist ja schon ein Weilchen her, zwischen 2010 und 12. Merkt man hier schon an, dass das Ganze eben über 10 Jahre her ist, weil die Welt da einfach doch noch ein bisschen eine andere war. Gerade was das ganze Social Media angeht, was die Kommunikation angeht, was mittlerweile einfach auch möglich ist an Handyempfang und so weiter, an Internet. Das war einfach vor über 10 Jahren noch anders. Und dementsprechend fand ich es sehr authentisch, wie es hier erzählt wurde. Und ich fand super spannend die Vorbereitungen. Also diese ganzen Gedanken, die sich gemacht wurden, wie das dargestellt wurde, dass eben nicht alles so einfach ist, dass man mal so auf eine Insel geht und dort ein Haus findet und natürlich warten auch alle auf einen. So war es natürlich nicht und das konnte ich mir gut vorstellen. Das war nachvollziehbar. Ich habe die Zweifel verstanden, die Bedenken, die geäußert wurden und das fand ich richtig gut. Ich hätte mir im Fortlauf der Geschichte definitiv mehr Tiefgründigkeit gewünscht. Besonders was so Gefühle, Gedanken, Selbstreflexionen irgendwie angegangen sind, auch die Erfahrungen. Ich hatte das Gefühl, dass wir hier absichtlich ausgeblendet wurden, weil wahrscheinlich war es dem Paar dann doch ein bisschen zu privat, was ich wirklich verstehen kann, ne? Gar keine Frage. Aber wenn ich hier natürlich die Tore aufmache, muss ich natürlich dem Leser, finde ich zumindest, auch ein bisschen die Möglichkeit geben, mitzugehen, mitzuwachsen. Auch dann all, was man erfährt, was einem widerfahren ist, was man erlebt, was man daraus mitnimmt. Das finde ich wichtig, dass mir das auch mitgegeben wird. Sonst habe ich ja nichts von einem Reisebericht von jemand anderen. Ich fand aber schon, dass beide einen sehr guten Humor haben, dass sie das gut rübergebracht haben. Ich mochte die Geschichte sehr, die eben auch durch den Humor oft aufgelockert wurde. Und ja, mein kleines Highlight war der Hund Sunday. Der hatte immer wieder seine Auftritte. Ich fand das so süß, allein die Einreise, wie er sich dort zurechtfand, wie sein Leben da so ein bisschen aussah. Und ich weiß gar nicht, wie mein Hund es fände, wenn wir auf einmal irgendwie auf einer Insel wohnen würden, rund umgeben von Wasser. Er mag ja kein Wasser. Sunday wiederum mochte es sehr. Und sie haben anfangs zum Beispiel auch gescherzt, dass ihr Hund eben ja Freitag ist, ne? Wie es ja bei Columbus war. Also das fand ich tatsächlich sehr niedlich. Ich fand schon, dass hier das Abenteuer definitiv im Vordergrund stand und auch die Reise wirklich gut gezeigt wird mit all ihren Vorbereitungen, was danach auch so ein bisschen passierte. Aber ich hätte mir neben der Tiefgründigkeit auch ein bisschen mehr Infos zu diesem Bereich der Südseeinseln gewünscht, zu dieser Insel, der Inselgruppe, den Menschen, den Einwohnern. Das hätte mich auch ein bisschen mehr interessiert. Man ist da recht schnell immer wieder davon abgekommen, aber dennoch ist es ein sehr gelungener Band. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ja, ich jammere natürlich auf hohem Niveau. Wir haben auch einiges an Bildern. Sie sagen natürlich auch so ein bisschen, dass sie eigentlich nicht so erzählen wollen, in welcher Region sie waren, weil sie natürlich ihr Paradies auch ein bisschen für sich behalten wollen und wir erfahren auch, dass sie dann mit ihrem Kind einige Jahre später nochmal auf dieser Insel waren oder dann in der Region waren. Und ja, also ich fand es richtig unterhaltsam. Es hat definitiv Fernweh, Reiseweh, Mehrweh geweckt. Und ja, damit hat das Buch dann ja eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe zu einem englischen Buch gegriffen. Mir war nach Fantasy und das wird sich dann später im Monat auch noch zeigen. Und zwar habe ich Good Killer gelesen von Hannah Carner. Habe ich auf Englisch gelesen. Es gibt mittlerweile auch den ersten und zweiten Teil in der deutschen Übersetzung. Und der dritte Teil ist für April nächsten Jahres im Englischen angekündigt. Also da müsste man noch ein Weilchen warten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin hier ein totales ja, Opfer des Covers geworden. Ich finde das wunderschön. Im Deutschen hat man das auch übernommen. Und ich finde es wirklich einen richtigen Traum. Also mir gefällt es super gut. Und ja, es ist schade, das kann ich schon vorweggeben, dass die Geschichte nicht ganz das gehalten hat, was das Cover versprochen hat. Ja, wir treffen in der Geschichte auf die mit 20-jährige Kissen, die eine Gottkillerin ist. Also eine Töterin, wenn man es ganz platt auf Deutsch sagen möchte. Seit einem Krieg, wo die Menschen gegen die Götter gekämpft haben, sind alle Götter im Reich Mithrin verboten.
Es darf nicht mehr gebetet werden, es darf keine Opfergaben mehr geben, es gibt keine Orte mehr, wo man irgendwie beten könnte, wo man irgendwie ja mit den Göttern in Kontakt kommen könnte. Es ist alles Verbot, man darf keinen Göttern mehr huldigen. Und ja, Kissen trifft auf das adlige Mädchen Inara, die an einen Gott gebunden ist. Und zusammen mit einem Ex-Ritter reisen sie nun eben in die verlorene Stadt, wo einst die entscheidende Schlacht des Krieges stattgefunden hat. Und das Abenteuer der Dreien beginnt dann somit, als sie sich ja da im Grunde Richtung dieser geheimnisumwobenen Stadt, verbotenen Stadt auf den Weg machen. Ja, wo fange ich an? Also ich muss sagen, die Idee dieses Götterkriegers fand ich super, super spannend. Es ist einfach mal was ganz anderes im Fantasy-Genre und diese Idee, dass die Götter gefallen sind, dass es die Götter aber eigentlich noch gibt, aber sie verboten sind, dass man im Grunde auch umhergeht und Götter, Gottheiten tötet, fand ich einen super spannenden Aspekt. Ich muss aber echt sagen, es gab so einiges an Kritikpunkten. So innovativ ich die Idee fand, so langsam fand ich die Geschichte erzählt. Also ich muss sagen, anfänglich fand ich es noch ganz gut, wie das Worldbuilding gezeigt wurde, aber es wird wahnsinnig oft wiederholt. Es wird sich sehr viel Zeit dafür genommen, uns immer wieder darauf hinzuweisen, was denn passiert ist. Und spätestens beim dritten Mal dachte ich mir, ja, ich habe es auch schon beim ersten Mal verstanden. Und versteht mich nicht falsch, ich finde es schön, wenn man Infos bekommt, wenn die Welt ausgebaut wird, aber ich möchte halt keine Wiederholungen. Ich möchte auch, dass man mal noch irgendwie einen Schritt weiter tatsächlich geht. Und das ist hier einfach nicht passiert. Zwischendurch kam immer mal wieder ein bisschen Spannung auf, aber ich muss echt sagen, diese Wiederholungen, die Längen, die zwischendurch immer wieder herrschen, das hat oftmals schon, ich meine, das Buch hat im Englischen keine 300 Seiten, das hat sich manchmal echt ein bisschen gezogen. Das Kuriose ist dann aber wiederum, dass in kürzester Zeit, zumindest in der Zeitfolge in dieser Geschichte, wahnsinnig viel passiert. Wir aber das Gefühl haben, dass es viel länger gedauert hat. Also es gibt Dinge, die waren wohl erst vorgestern, aber wenn man der Länge der Geschichte geglaubt hat, hat man gedacht, das sind schon Wochen vergangen. Und das hat in meinem Kopf nicht zusammengepasst. Also das Tempo, wie etwas passierte, plus das Tempo, wie es erzählt wurde. Also für mich ist dieses Zeitkontinuum irgendwie auseinandergegangen. Das fand ich tatsächlich sehr schade, weil so eben Dinge über lange Strecke auch so ein bisschen, abhanden gekommen sind. Das Englisch, möchte ich sagen, war auf jeden Fall gut zu lesen. Ich habe so 10, 15, 20 Seiten gebraucht, bis mein Kopf aufgehört hat, das englische Wort wirklich eins zu eins zu übersetzen. Ich finde, das braucht immer mal wieder, wenn man in Büchern einsteigt. Aber es war an und für sich ja Jugendsprache. Das merkt man, dass das Jugendfantasy ist, die eben ein bisschen leichter ist, nicht zu komplex ist, die für Beschreibungen sehr alltägliche Wörter auch hernimmt. Also ich bin gut dann auch damit zurechtgekommen. Ich habe vielleicht so eine Handvoll Wörter auch mal nachgeschlagen, was ja überhaupt kein Problem ist. Man lernt ja im Grunde dann nur mit und es war schon schön, in die Sprache dann auch wieder einzutauchen. Manche Längen, besonders im Mittelteil, hätten für mich einfach überhaupt nicht sein gemusst, dass wir da so auf der Stelle getreten sind. Ich hätte hier mir gewünscht, dass man die Geschwindigkeit einfach ein bisschen anpasst. Ein bisschen schwierig fand ich auch die vier Perspektiven, die wir so ein bisschen haben, auch wenn wir einen Rundumblick bekommen. Also es sind drei sehr ausgereifte Perspektiven und eine so ein bisschen kürzer gefasste. Aber es ist das Problem, was ich sehr häufig habe, dass sich die sprachlich nicht verändert. Und ich schon immer das Gefühl habe, eigentlich erzählen uns auch manche Perspektiven genau dasselbe, weil sie am gleichen Punkt stehen. Und es war einfach manchmal schwierig, das am Ende auch auseinander zu bekommen. Und das ist auch das Problem, dass ich leider keinen Kontakt zu den Charakteren bekommen habe, dass ich auf Distanz gelassen wurde, auch wenn ich alle Charaktere schon sympathisch fand, annähernd fand, besonders Kissen fand ich ganz gut gezeichnet, aber sie blieben alle sehr blass und auch wenn die Entwicklung der einzelnen Charaktere ganz gut dargestellt wurde, nachvollziehbar erklärt wurde, weiß ich nicht, finde ich trotzdem einfach, dass ich gerne mehr Nähe gehabt hätte. Vielleicht hätte auch so eine tiefere Ich-Perspektive irgendwie geholfen, aber was soll ich sagen. Sehr schön zu lesen war, dass wir Charaktere haben, die anders sind, also zum Beispiel Kissen mit einer körperlichen Beeinträchtigung und es wirkte nicht immer sehr erzwungen. Man hatte schon das Gefühl, dass das so einfach mit hineinfließt, weil es einfach ein Teil auch unseres Charakters ist. Ich finde aber zum Beispiel, dass das in For Swing, ohne da groß zu spoilern, besser gemacht wurde und dass das selbstverständlicher war als hier. Ich finde, dass die Geschichte eher was für Fantasy-Anfänger ist. Meine Erwartungen waren wohl aufgrund des Klappentextes und auch des Covers einfach viel, viel zu hoch. Ich wollte sie mögen,
fand die Geschichte aber am Ende wirklich eher nur so gut und ich hätte einfach mehr Spannung gebraucht. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, das Cover ist eigentlich viel zu schön, um es auswandern zu lassen. Mal sehen, ob ich es nicht einfach als optische Schönheit in mein Regal stelle, auch wenn es kein Highlight wurde. Und ja, man hört es wohl schon, es wird für mich in dieser Reihe nicht weitergehen, außer ich höre zu Band 2 und 3 wirklich herausragende Stimmen. Aber ja, leider war das hier eher nur so okay, nicht mehr und nicht weniger. Das Fernweh treibte mich weiter an und ich habe gehört 1000 Tage auf Reisen von Selina Ritter. Ich bin irgendwie bei BookBeat darüber gestolpert und es hat mich direkt auch so angesprochen und es wird gesprochen von Sarah Dossel, die mir stimmlich auf jeden Fall auch gut gefallen hat. Also ich höre da gerne auch mal in die Hörprobe und ich muss sagen, hier hat mir die Stimme gut gefallen, deswegen habe ich auch direkt weitergehört. Ja, die Autorin hatte schon diverse Jobs, sie hat glaube ich von was über 20 erzählt in ihrem Leben, findet aber nicht so richtig die Erfüllung in ihren Jobs und immer wenn sie sich eingearbeitet hat und irgendwie in den Themen drin ist, langweilt sie sich. Also sie mag diese Herausforderung der Veränderung, da fühlt sie sich wohl, aber sobald irgendwie sich so ein Alltag einschleicht, kann sie nichts mehr so damit anfangen. Und eigentlich möchte sie Coach werden, möchte Kurse geben, sie möchte auch Bücher schreiben und ist eigentlich deswegen auch so ein bisschen angeödet vom Leben. Zusammen mit ihrem Mann Daniel und auch dem Hund geht es dann aber zusammen mit in einem Wohnwagen durch Europa. Beide schaffen sich im Grunde ja ganz viel Freizeit, indem ja zum Beispiel Selina Ritter ihren Job kündigt, während ihr Mann Daniel dann aber einfach online arbeiten kann und beide wollen das eben fortführen. Selina möchte ihren Job aufbauen, möchte ihr Coaching-Programm machen, möchte an ihren Büchern schreiben, möchte auch einfach neue Orte für sich entdecken und beide sind jetzt eben unterwegs und lassen uns an ihren Gedanken, Gefühlen, Ängsten auch teilhaben, nehmen uns mit und man merkt aber schon recht schnell, dass diese Geschichte nicht nur im Außen stattfindet, sondern ganz viel im Innern. Also das Gegenteil sozusagen zu dem ersten Buch diesen Monats, wo wir schon eher so waren, okay, zu tief ins Innere durfte es nicht, hatte ich hier bei Selina Ritter aber das Gefühl, dass wir ganz tief hinein wurden. Das war für mich wirklich eine starke Geschichte, die mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Zudem sind wir fast nur ja, in europäischen Ländern unterwegs. Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Korsika, nur so um eine Handvoll zu nennen. Und ich fand schön, dass man eben nicht immer so in die Ferne schweifen muss, obwohl ich auch zu diesen Menschen gehöre, die in der Ferne ihre Bestimmung irgendwo finden, wenn es das Reiseherz betrifft. Aber ich fand es schön, dass man das eben auch durchaus in Europa machen kann. Es war sehr abwechslungsreich erzählt. Ich mochte den sehr lockeren, leichten, authentischen Schreibstil sehr gerne. Und ich betone das so gerne, weil ich das eben bei so erlebten Geschichten einfach wichtig finde, dass wir da eben schon das Gefühl haben, dass es echt irgendwie ist. Ich lese ja keinen Roman, sondern ich lese ja ein echtes Buch sozusagen. Es ist zwar ein autobiografisches Sachbuch, was so auch diese Schreibweise angeht und man hat schon so ein bisschen einen Romancharakter, aber dennoch möchte ich ja, dass sich das irgendwie echt anfühlt. Und ich mochte so den Werdegang von dem Reisen im Außen und wie es dann ins Innere ging, wie Dialoge geführt wurden, Selbstreflexion. Ich fand auch toll, dass wir die Orte ganz gut kennengelernt haben, sondern also das hat mir wirklich gut gefallen, dass sie auch viele Städtetouren dann unternommen hat, sie das Treffen sehen wollte, Einwohner treffen wollte, dass sie trotzdem Kontakt zu ihren Freunden und Familie zu Hause gehalten hat. Und ich mochte auch einfach diese Reise im Innern von Selina. Das fand ich gut gemacht, wenn auch doch immer mal wieder wiederholend. Ich meine, manchmal kann man halt auch innerhalb von einer Woche wahrscheinlich nicht weiter wachsen, nicht weiter große Erkenntnisse haben, aber das fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass sie uns von den Streits mit ihrem Mann erzählt hat, auch diese Sehnsucht, die sie oft hatte zu Freunden und zu Hause, aber gleichzeitig dieses Gefühl, wenn sie dann zu Hause war, dass es vielleicht doch nicht irgendwie ihr Zuhause ist und dass dann wieder das Fernweh da ist und dieses Gefühl Fernweh versus Heimweh, das ich tatsächlich auch sehr gut kenne, das habe ich wirklich gefühlt, das habe ich ihr abgenommen, das habe ich geglaubt, das konnte ich mitfühlen, das hat sie sehr gut auch beschrieben. Wir erfahren eben auch einiges zu ihrem Online-Kurs und auch wie sie dann damit anfängt, Bücher zu schreiben. Mittlerweile sind auch einige ihrer Bücher erschienen. Ich muss schon sagen, dass die Geschichte hier definitiv Reiseweh bei mir geweckt hat und auch gerade so in diese europäischen Orte, das finde ich super interessant. Und wer weiß, vielleicht muss es für mich dann nächstes Jahr doch mal irgendwie so eine Rundreise oder irgendwie was geben in Europa, weil ich da wirklich noch nicht so viel gesehen habe, wie dann alles so drumherum
herum. Also vielleicht erschließe ich mir Europa von außen nach innen, um so ein bisschen in der Sprache von Selina Ritter zu bleiben. Also ich fand es wirklich sehr gelungen, ich fand es sehr spannend und ich habe da definitiv Spaß mal wieder so gehabt, mit Leuten zu reisen und wenn es auch nur übers Buch ist, da einfach so ein bisschen was Neues an Input mitzunehmen. Also wirkliche Empfehlung, auch das hier ein ganz toller Reiselebensbericht von Selina Ritter, der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Wir kommen zu zwei Büchern, die ich nicht erwartet habe, in diesem Monat oder auch in diesem Jahr eigentlich zu lesen. Ja, es ist Das Lied von Eis und Feuer Teil 1 und 2 von George R. R. Martin. Ja, ich habe mich dazu entschieden, diese Bücher zu rereaden, allerdings in Deutsch, nicht in Englisch. Ich habe sie ursprünglich damals, als ich mit dem Lesen von Das Lied von Eis und Feuer anfing, in Englisch gelesen, weil die 5 englischen Ausgaben, ich glaube, keine 25 Euro gekostet haben. Und ich einfach zu geizig war, 10 Bücher à 15 Euro mir zu kaufen. Und jetzt habe ich diese beiden Bücher aber ertauscht und habe sie auch direkt weggesuchtet. Ich kann es tatsächlich nicht anders sagen. Ich habe nach Staffel 7 und auch besonders nach Staffel 8 der Serie wirklich gesagt, ich will nichts mehr mit diesem Kram zu tun haben. Ich war so enttäuscht, ich war so genervt von all den Entscheidungen, die getroffen wurden und dass George R. Martin nicht aus dem Quark kommt und endlich den 6. Band schreibt und gar den 7. Und ich dachte, es wird eh nie weitergehen, wir haben jetzt irgendein Ende, egal wie schlecht es ist, das müssen wir jetzt wohin nehmen. Und dann hat mich aber schon vor 2 Jahren House of the Dragon sehr, sehr, sehr gecatcht. Und jetzt bin ich nicht der größte Targaryen-Fan, zumindest was das Lied von Eis und Feuer angeht, aber mich hat Feuer und Blut, diese ganze Targaryen-Geschichte, wirklich sehr mitgerissen. Und dieses Jahr war ja dann Staffel 2 dran und ich habe die erste Staffel gerewatcht und jetzt auch die zweite Staffel dann im August beendet. Aber schon vorher wusste ich, ich glaube, es wird Zeit, wenn du jetzt schon Sky Wow hast, dann schau einfach nochmal Game of Thrones. Vergiss Staffel 7 und 8 und genieße die ersten 4 bis 5 Staffeln, die einfach nur großartig waren. Und das habe ich gemacht. Ich habe gerewatcht und ich bin nach wie vor total entsetzt über Staffel 7 und auch Staffel 8. Ich kann da nur noch mit dem Kopf schütteln und mich eigentlich aufregen, was ich aber hier gar nicht tun möchte, denn es soll hier ja um Teil 1 und 2 gehen. Und ich glaube, ja, man muss gar nicht sagen, es sind für mich beides Highlight-Bücher. Man sieht es, glaube ich, jetzt auch an den Markierungen, die gefühlt immer mehr wurden. Ich habe mich bewusst für diese beigen Ausgaben entschieden, weil ich die einfach schön finde. Ich finde, die haben so einen ganz besonderen Fantasy-Charme, so aus den 2000ern. Ich weiß gar nicht mehr, wann der erste tatsächlich erschienen ist. Ich glaube, wir warten doch schon über 10 Jahre, also alle echten Leser, die sozusagen von Anbeginn dabei waren. Taschenbuchausgabe 96 und 2010, also ja, ist das im Grunde tatsächlich schon ganz schön her. Ich finde, man sieht den Büchern einfach so ein bisschen, ja, die 2000er, 2010er an. Ich finde, da gab es noch ganz viel Fantasy, die so ein bisschen in dieses Beige oder auch helle Grau Anthrazit gegangen sind und ich mag die Aufmachung super gerne. Nichts gegen die großen schwarzen Bücher, ich finde, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber ich wüsste nicht, ob ich beide Bücher auf dem Schoß haben wollen würde und die lesen wollen würde. Also ich glaube, die sind eher nur was fürs Regal. Ja, Teil 1 ist ja die Herren von Winterfell und Teil 2 das Erbe von Winterfell. Und die beiden sind ja aufgesplittet worden aus dem ersten Band Game of Thrones, aus dem Englischen übersetzt. Und ich weiß gar nicht, ob ich zu dieser epischen Geschichte etwas sagen soll. Es war für mich beim Reread definitiv ein Highlight. Es ist Fantasy, wie ich sie liebe. Es ist episch, es ist atmosphärisch, es ist groß, es hat ein grandioses Worldbuilding, es hat tiefgründige Charaktere, es hat wahnsinnige Dialoge und es ist einfach nur Hammer. Und es hat mich sofort in den Bann gezogen. Ich habe 3 Perspektiven im ersten Band gelesen und dachte, ja, Steffi, das ist es. Das ist deine Welt. Da fühlst du dich zu Hause. Und George R. Martin hat hier wirklich ein Meisterwerk erschaffen. Und ich finde es einfach toll, wie wir hier eben einfach das Spiel um die Throne und gerade im ersten Teil geht es, also in den ersten beiden Büchern im ersten Teil, im Englischen geht es ja noch sehr darum, was hier alles passiert, wie uns die Häuser vorgestellt wurden, wie uns der König präsentiert wird, was eben passiert, wenn Intrigen, Machtspielchen, wenn eben nicht alle dem Volke dienen, wieder am Königshof eigentlich umgegangen wird, dass wir da irgendwie so einen Spion haben und jemanden, der eigentlich nur an sich selbst denkt und was passiert, wenn aber von Norden eine Bedrohung droht, denn der Winter naht, das wurde uns ja auch in House of the Dragon schon sehr plastisch dargestellt und natürlich auch in Game of Thrones geht es eigentlich darum, dass eben der Winter und die Monster, die Snarks, irgendwie aus dem Norden kommen und wir deswegen auch eine Nachtwache haben, eine riesengroße Mauer haben und man merkt die Inspiration von George R. Martin so im englischen Königsland, wo es ja auch mal eine große Mauer gab, die allerdings nicht irgendwie
irgendwelche Kreaturen fernhalten sollte. Und ich war einfach gefesselt. Ich habe beide Bände wirklich gefühlt so in zwei Zügen durchgelesen. Ich war abends immer total genervt, als irgendwie mein Timer klingelte und sagte, so, jetzt wird es Zeit fürs Bett. Ich war wirklich wie gefesselt, wie gebannt. Und ich wollte sie nicht rereaden. Sie standen nicht auf meiner Liste. Eigentlich stehen da 3-4 andere Bücher, die ich dieses Jahr noch rereaden wollte, aber es ist jetzt einfach passiert. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich mir alle 10 Bände in diesen Ausgaben hole oder ob ich einfach als E-Book weiterlese. Ich packe sie sozusagen auch nicht auf dem Sub, also ne, auch wie sie eingezogen sind, weil ich ja die Geschichte eigentlich schon mal gelesen habe. Mal gucken, vielleicht, ja. Ich glaube, es macht als E-Book tatsächlich mehr Sinn und ich glaube schon, dass es mich so ein bisschen reizt, vielleicht jetzt dann nochmal in Teil 3 und 4 reinzulesen. Ich glaube, es war das 5. Buch oder das 4. Buch, was schrecklich langweilig war, weil wir nur bei einem Charakter im Kopf waren und mich das so angeödet hat. Da muss ich mal gucken, vielleicht greife ich auch auf die Hörbücher zurück, aber es ist für mich High Fantasy, wie sie sein sollte, wie sie perfekt ist, wie auch die Charaktere sich sprachlich unterscheiden und wie auch der Fokus genommen wird. Also wenn wir bei einem Brandon Stark sind, ist der Fokus auf die Welt eine andere, als wenn wir bei Tyrion Lannister sind oder gar bei Daenerys Targaryen. Jeder hat seine Motivation, jeder hat seinen Blick und George R. Martin schafft das. Und ich hoffe so, dass wir von ihm zu Lebzeiten noch einen 6. und 7. Band bekommen, weil ich möchte unbedingt wissen, wie er diese Geschichten enden lässt. Und ich weigere mich zu glauben, dass das Serienende tatsächlich das Ende ist, was sich George R. Martin ausgedacht hat. Ich kann es mir nur bedingt vorstellen. Und aber Band 1 und 2 einfach nur großartig. Große, große Empfehlung. Hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen und war deswegen jetzt auch so eine Doppel-Rätsel sozusagen auch wert. Also wer Fantasy liebt, wer noch nichts davon gehört hat, der sollte unbedingt zu den Büchern greifen. Und die Serie kann ich nur bedingt empfehlen, zumindest so bis Staffel 5 war sie großartig, dann hat sie wirklich vehement nachgelassen. Und besonders, also Staffel 8. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr vielleicht zur Serie steht, wie ihr Staffel 8 fandet. Aber gut. Gerne auch dann mit House of the Dragon weitermachen. Kann man ganz unabhängig von Game of Thrones anschauen. Braucht man auch kein Vorwissen oder irgendwie was, denn die Geschichte spielt ja eigentlich vor dieser. Ne? Ich glaube, wir sind 170 Jahre vor der Geschichte. Wir beziehen uns hier aber tatsächlich doch des Öfteren aus House of the Dragon. Man wird hier also auch gespoilert sozusagen zu House of the Dragon. Was ich persönlich aber gar nicht schlimm finde, denn eigentlich weiß ich das alles. Ich vergesse nur ganz viel. Also das muss man auch ehrlich sagen. Gerade House of the Dragon. Ich habe Feuer und Blut gelesen und ich kann mich trotzdem nicht an alle Details des Drachenkampfes, Drachentanzes sozusagen erinnern. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Also große, große Empfehlung jetzt für die ersten beiden Bände, für dieses überraschende Reread. Ich bin wirklich mehr als begeistert und ich war total im Leseflow und genau so möchte ich Bücher haben. So möchte ich das Lesen genießen und so möchte ich einfach Spaß haben. Einfach perfekt. Ich habe mich an einen Manga getraut und der erste Band hat mir so gut gefallen, dass mit Unterbrechung sozusagen von 2 Büchern es trotzdem direkt weiterging. Es ist diese zarte, süße Trilogie, die heißt Eine Geschichte von 7 Leben. Es ist im Grunde wirklich eine Geschichte auf 3 Teile aufgeteilt. Wir haben hier das erste Buch, wo wir die süßen Katzen auch schon sehen. Auf dem zweiten Band sehen wir sozusagen fast mit die Hauptkatze und in Teil 3 sehen wir dann beide auch nochmal vereint. Auch hinten drauf sehen wir dann natürlich auch die menschlichen Charaktere so ein bisschen, wie die gezeichnet sind. Und ich muss sagen, ich habe schon lange, lange keinen Manga mehr gelesen. Ich glaube, das letzte könnte so die Sherlock-Moriarty-Reihe gewesen sein, die ja per se jetzt also nur so Manga-Style waren und nicht so wirklich Manga, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich bin irgendwie über diese Reihe gestolpert und habe dann mir den ersten Band geholt und als ich den wirklich packend, fesselnd, emotional schön fand, ist dann auch Band 2 und 3 bei mir eingezogen. Ja, wir treffen hier im Grunde auf Straßenkatzen, die kein leichtes und schönes Leben haben auf den Straßen von Tokio. Wir sind auch in der Katzensicht mit dabei und es gibt so eine Art Katzentafeln, also Futterstellen, wo Menschen eben die Katzen füttern können an offiziellen Stellen, wo man ihnen auch Schlafplätze aufbaut und die werden aber immer weniger. Also es brechen immer weniger Stellen ab, immer weniger Menschen sind bereit, hier im Grunde die Katzen zu füttern. Und wir haben aber hier jemanden im Hintergrund, der eben die Katzen kastrieren möchte, der versuchen möchte, dass es eben immer weniger Straßenkatzen gibt. Und der Winter kommt immer näher und wir begleiten dann Nao und Machi.
ich hoffe, man spricht es so aus, die im gleichen Verbund, in der gleichen Gruppe leben, allerdings so ein bisschen mit anderen Hintergrundgeschichten. Denn wie man hier schon sieht, hat Nanao ein Halsband mit einem Glöckchen um. Und das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er ja eigentlich mal eine Hauskatze war. Und ja, ihn jetzt die anderen Katzen so ein bisschen aufziehen, dass er ausgesetzt wurde und die Menschen alle böse sind und gemein sind. Und manche der Katzen hassen auch die Menschen, was ich durchaus auch nachvollziehen kann. Neben den Katzen begleiten wir aber auch Yoshino, eine junge Frau, die ein Badehaus führt und der ihr Bruder fürs Studieren jetzt auch bei ihr mit eingezogen ist. Und sie ist kein so großer Fan von Katzen zu Beginn, kann ihnen auch nicht viel abgewinnen und ist auch echt so ein bisschen genervt davon, dass sie jetzt dann eine Futterstelle sein soll. Und trifft dann aber auf die beiden Katzen und man merkt recht schnell, dass da doch etwas ganz anderes bei Nanao dahinter steckt, bei Yoshino. Und ja, eine sehr traurige Geschichte, sehr tiefgründig und was sie eben zu dieser etwas ernsteren Frau auch gemacht hat. Für mich waren alle drei Bände wirklich ein Highlight. Also im Großen und Ganzen eine Highlight-Geschichte, die ich, also wo ich nie erwartet hätte tatsächlich, dass mich ein Manga mit seinen Bildern, dem wenigen Text, so begeistern und ergreifen kann. Das muss ich wirklich sagen. Die Bilder sind wunderschön gezeichnet. Die Katzen haben alle Charakter in ihren Mimiken, Gestiken. Also es ist wunderschön. Und ich glaube, wenn man Katzenfreund ist oder Tierfreund, dann kann man der Geschichte ganz viel abgewinnen. Denn wir haben natürlich das ernste Thema Straßenkatzen, Straßentiere hier benannt, wie Menschen damit umgehen, wie eine Stadt damit umgeht, was man dagegen tun kann, wie wichtig Kastration ist, wie wichtig es ist, aufzuklären und eben auch versucht, dass die Menschen ihre Tiere nicht einfach auf die Straße setzen, sondern wenn möglich eben zum Beispiel in Heime bringen. Es ist ein großes Thema hier drin, wirklich dieser Tierschutz, Kastrationspflicht, auch Trauer ist ein großes Thema, Freundschaft zwischen Katzen und natürlich auch zwischen Menschen, auch natürlich diese Verbindung, die Tier mit Mensch hat, die ich sehr, sehr, sehr gefühlt habe. Und ich fand es toll, wie diese wichtigen, ernsten Themen verpackt wurden in eine sehr schöne, emotionale, zum Teil auch sehr ruhige Geschichte und wirklich so die Emotionen einfach fließen konnten und ah, ich fand das toll. Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil ich immer dachte, dass ich doch ein paar Worte mehr brauche, damit irgendwas angeknipst wird in mir. Nein, hier haben die Dialoge gereicht, die Bilder gereicht und diese Bilder sind wirklich manchmal herzerwärmend und ergreifend, wenn hier mit Bildern, mit Mimiken, selbst bei den Katzen, etwas gezeigt wird. Und dieser Straßenverbund von Katzen, die wirklich ein hartes Leben führen, finde ich toll, dass das so aufgezeigt wird. Denn ich glaube, es gibt durchaus auch noch Menschen, die denken, dass Straßenkatzen ja, weil sie frei sind, ein schönes Leben haben. Also ich glaube, dass dieses Leben wirklich sehr oft von Hunger und Kälte und bösen Menschen geprägt ist und wir für all unsere Tiere hoffen sollten, dass es ihnen gut geht. Und deswegen ist es auch wichtig, sie zu chippen, zu tätowieren, zu registrieren, dass eben Tiere nicht verloren gehen und auf der Straße landen, sondern immer wieder zu ihrem Besitzer zurückkommen. Ja, eine ganz, ganz, ganz tolle Reihe und ich glaube, ich werde jetzt definitiv auch nach Ausschau halten, nach anderen Geschichten, Mangas dieser Art. Ich habe schon zwei auf der Wunschliste und muss mal schauen, wie ich zu diesen greife, weil das ist, also es hat mich wirklich bewegt und ja, deswegen auch absolutes Highlight. Große, große Empfehlung für diese wunderschöne Reihe. Toll gezeichnet, toller Text. Einfach schön. Das war nun der erste Teil meines Büchermonats August. Ja, der hier, ich glaube, noch so eher okay war zu Beginn, aber schon mit Highlights gestrahlt hat. Also wirklich ein ganz, ganz toller Büchermonat. Ja, der mich wirklich sehr beflügelt in den September sozusagen ja, hineingleiten hat lassen. Und da ja dann jetzt so langsam die spätsommerlichen Bücher dann vielleicht kommen werden, wenn wir dann im Oktober ja so mit der Herbstlektüre starten. Ja, so machen wir das, denke ich. Vielleicht gibt's, nein, nicht nur vielleicht, es wird auf jeden Fall ein Video geben zu meinem Herbst-Sub, wo ich so ein bisschen Herbstliches, Gruseliges vorstellen werde. Und ja, das drehe ich jetzt direkt dann im Anschluss und habe dann ein bisschen Zeit, um das auch zu schneiden. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, erzählt mir super, super gerne, was euer Highlight in diesem Monat war, was ihr besonders gerne gelesen habt, ob ihr eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, kennt und vielleicht auch so gefeiert habt oder eine andere Meinung habt. Lasst uns sehr gerne in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.